Mein Name ist Henrik Steinbeck, ich komme vom Hasso-Plattner-Institut. Das ist eine Fakultät an der Universität Potsdam. Beschäftige mich dort mit videobasierter Lehre. Und warum ich das genau dieses Thema mache, ich habe als Tutor keinen Raum gefunden im Wintersemester 18/19, also weit vor der Pandemie, und bin in den digitalen Raum ausgewichen, denn da ist oft noch Platz für die ente Person sozusagen. Und dann habe ich während der Pandemie als Tutor und Doktorand auch festgestellt, vielleicht gibt es ja Wege, die skalieren, und wir beschäftigen uns im HPI mit MOOCs, also mit Massive Open Online Courses. Da sind ganz viele Menschen, die sonst wo aus Dörfern, Städten und anderen Ländern teilnehmen. Und das ist eine schöne Komponente, um zusammenzukommen, aber die Lokalität sozusagen unabhängig zu lassen. Und ich bin mal mit einem Matthias Mandowski aus Magdeburg zusammengekommen. Der hat ein anderes Problem, nämlich eine Grundlagenveranstaltung, die heißt GET. Und was das ist, wird jetzt Matthias erklären. Ja, hallo, ich bin Matthias Mandowski aus Magdeburg, wie schon angesprochen. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrperson an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Schon seit, weiß nicht mehr als 10 Jahren, bin da auch sehr vielfältig in der Lehre und in der Studienwerbung engagiert. Beschäftige mich auch schon im Prinzip seit meiner Schulzeit mit dem Thema Lehren und Lernen in irgendwie einer Kultur der Digitalität oder zumindest irgendwie unterstützt mit Computern. Und ja, habe diese angesprochene Grundlagenveranstaltung GET, Grundlagen der Elektrotechnik, und hatte natürlich wie alle irgendwie in der Pandemie so ein bisschen das Problem des Emergency Remote Teachings. Hatte so ein bisschen den Vorteil, dass ich vorher schon so ein bisschen Flipped Classroom gemacht habe, schon vorher Videos aufgezeichnet hatte, wir so ein Konzept haben mit personalisierten Aufgaben, wo Studierende Aufgaben lösen und sich dann gegenseitig begutachten, um semesterbegleitend so ein bisschen Assessment zu machen. Und hatte aber so ein Sprechstundenformat, also wo ich halt ganz gern schon Fragen live beantwortet habe, die Studierende halt gestellt haben. Das habe ich früher immer in einem klassischen Besprechungsraum, so aber kleinen Seminarraum, Lehrveranstaltungsraum in der Uni gemacht. Und dieses Format, das wollte ich halt ganz gern irgendwie auch in der Pandemie in die Online-Welt rüber retten, habe das dann per Zoom gemacht. Dann war das aber immer irgendwie schwierig, das so aufzuzeichnen, bereitzustellen. Und dann, ja, über diesen kleinen Videocast, den wir zusammen machen, sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, wäre halt auch mal eine Idee, das nicht nur per Zoom zu machen, also per Zoom zu machen, aber eben auch parallel zu streamen. So, dass man automatisch eine Aufzeichnung hat, dass man automatisch auch einen größeren Kreis damit erreicht. Und ja, seitdem ich das so mache, 2 Jahre ungefähr, ist da auch ziemlich viel in dieser Welt passiert, generell des Educational Streamings auf Videoplattformen wie Twitch oder wie YouTube. Und darüber wollen wir heute einfach ganz gern ein bisschen berichten. Genau, um mal ein bisschen Kontext zu geben, das ist jetzt für uns, also für mich und Matthias, die 29. Folge. Sprich, wir haben gesagt, das, was wir sowieso gemacht haben oder seit 2 Jahren letztlich machen, wollen wir einfach im Rahmen dieser Tagung oder der Konferenz einfach auch erneut zeigen und einem weiteren Publikum ja, darbieten, wenn man so möchte. Und wir haben uns erst zweimal richtig gesehen. Einmal bin ich nach Magdeburg gefahren, das war in Folge 19. Und in der Folge 26 hat mich Matthias in Potsdam besucht. Und wie Sie sehen, manchmal sitze ich links, manchmal rechts. Oft haben wir Greenscreens, oft nicht. Es geht viel um hybride Lehre. Das ist für mich leider ein Unwort, aber wir nehmen sie immer wieder auf. Und die Anfänge waren, ja, man hat mal über Erfolge und weniger Erfolgreiches im Sommersemester 2020 als die ganze der Bedarf sozusagen erst recht, wie ich gerade auch Matthias gesagt hat, hoch war. Und seitdem hat sich da so eine Online-Kollaboration gefunden, die wir regelmäßig fortsetzen. Ein Fehler, den wir machen, wir streamen nicht zu einem festen Zeitpunkt. Das ist etwas, was große, erfolgreiche Streamer oder auch jemand, der davon leben muss, das ist bei uns beiden zum Glück nicht so. Wir streamen nicht regelmäßig, wir streamen auch gar nicht lang genug, aber wir haben diese Plattform genommen und wie andere Lehrende das damit gemacht, wie wir es, was wir davon brauchen. Und es ist wieder der kommerzielle Aspekt, kommen wir später noch zu, was da andere große Kanäle machen. Und wir sind auch nicht hinter dem Influencertum. Wir werden uns auch ein paar Kanäle in dem Stream oder in dem Zoom-Meeting jetzt hier anschauen. Das heißt, irgendwie zweckentfremden wir Twitch als Plattform. Während ich jetzt weiterrede, würde ich einfach schon mal sagen, wir machen schon mal die erste Umfrage im Sinne von, wer war denn schon mal auf irgendeiner Live
Streaming-Seite. Ich setze einmal den. Ich kann den Link direkt benutzen, der unserem. Du kannst den Link direkt benutzen, genau. Sehr gut. Ja, der funktioniert sowohl für Teilnehmende als auch für, um direkt sich die Ergebnisse anzuzeigen. Sehr gut. Also gerne einfach mal draufklicken. Ist ein strawpoll.de-Link. Umfragen sind sehr beliebt. Und das Gleiche einfach mal durchführen sollte relativ schnell gehen. Und uns ist zum Beispiel auch die Plattform egal. Also ob das jetzt Twitch ist oder YouTube oder man was im Hochkantformat benutzt, das, ich will nicht sagen, ist uns egal, weil es gibt bestimmte Plattformspezifika, aber man könnte einfach sagen, ein synchrones Video-soziales Medium. Das ist nur zu lang und deswegen sagen wir Livestreaming. Aber von der reinen Idee sind wir da, ja, ich würde sagen, plattformagnostisch. Alles, was wir jetzt hier zeigen, könnte man sogar auch über eigene Ressourcen. Also wenn jetzt wirklich jemand dabei ist, der sagt, ich möchte das über einen eigenen Livestreaming-Server. Wir benutzen zum Beispiel auch andere Dienste am HPI, einfach um unsere Videos auszurollen. Auch völlig in Ordnung. Ich habe jetzt auch in einem Tweet oder in einem Thread, den wir aufgesetzt haben, einfach mal Livestreaming als öffentlichen synchronen Videozugang definiert, weil ja, jedes Mal, wenn man ein Problem im Internet hat oder jedes Mal, wenn man ein Problem hat und das im Internet sucht, ist man ja eigentlich froh, dass die Antwort öffentlich ist und hinter keiner Bezahlschranke liegt, hinter keinem Login, hinter nichts, was man irgendwie schnell auftreiben muss. Und irgendwie lebt die, zumindest der Wissensteil des Internets, das Internet hat ja auch ja, sehr negative und dunkle Seiten, so wie auch die sozialen Medien, dass aber doch dieser sehr erfreuliche Teil, dieser Wissensteil oft hinter keiner Schranke liegt. Und insofern habe ich das erstmal, oder wir jetzt erstmal so definiert. So, jetzt schauen wir mal, wie die ersten Ergebnisse. So, wir haben schon 7 Stimmen. Ich würde sagen, wir warten noch einen Moment, denn wir sind doch relativ viele Menschen hier im Zoom-Raum. Und dann switche ich gleich schon mal um. Also ich glaube, du kannst die Ergebnisse zeigen. Ja. Also meine Erfahrung aus Lehrveranstaltungen sagt mir, dass da zu der Zeit vermutlich nicht mehr allzu viel passiert. Es ist eine 8. Stimme dazugekommen, was soll ich dir sagen. Ja, vielen Dank fürs Teilnehmen. Wir haben gefragt, wer hat denn schon mal bei Livestream zugeschaut und auch über den Chat interagiert. Die meisten sagen, kenn ich, schauen nur rein oder auch kurz mal rein. Genau, Livestreams schaue ich nie, hat zumindest eine Person gesagt und ich schaue regelmäßig Livestreams, waren noch 2. Ich würde sagen, viele kennen dieses Grundart an Format. Die Frage ist aber jetzt, was macht man denn da? Und auch diese Eigenschaft, dass man mal reinschaut und wieder geht, würde ich sagen, die kommt dem TV-Zapping oder durch die Kanäle schalten doch recht ähnlich. Und man muss auch sagen, das Format hat ein Problem, man muss eben ich kann nur einen Livestream gleichzeitig schauen, ich kann aber ganz viele aufgenommene Videos nebeneinander, hintereinander oder querfeldein schauen. Auf der anderen Seite ist jeder durchgeführte Livestream ja auch gleichzeitig ein Video. Insofern passt das zu dem, was die Realität und was man auch aus Vorlesungen kennt, weil auch da schaut man ja immer mal wieder rein. Und wir wollen jetzt ein paar Varianten zeigen, gehen jetzt erstmal auf Gründe oder Motivation ein, warum wir denn aus eigener Erfahrung, als auch von dem, was man auf der Plattform sieht, warum denn Leute überhaupt streamen und warum denn jetzt Lehrpersonen streamen sollten. Matthias, magst du mit den Lehrpersonen anfangen? Ja, also ich kann als eigene Lehrperson natürlich an der Stelle sagen, dass ich eben sehr gern mein Wissen teile, auch denke, dass Grundlagen Elektrotechnik was ist, was natürlich ich hier in Magdeburg irgendwie lehre und mich damit beschäftige, was aber natürlich eben auch Studierende aus anderen Universitäten interessieren könnte. Warum sollen die nicht, wenn das über das Internet möglich ist, daran teilhaben? Außerdem, wenn man ein bisschen eben Lehre nicht nur als Silo innerhalb einer Hochschuluniversität stattfinden lässt, kriegt man natürlich möglicherweise auch ein paar Impulse irgendwie von außen. Also sei es von anderen Lehrenden, sei es irgendwie aus der Industrie, von Firmen,
Ja, oder irgendwie eben so aus dem Third Space von der interessierten Zivilgesellschaft. Und das hat mir an der einen oder anderen Stelle schon tatsächlich so ein bisschen weitergeholfen, also einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Und es macht mir Spaß, sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Ich mag auch so ein bisschen eben so, ich weiß nicht, wer diesen Begriff geprägt hat, Skin in the Game, ja, also. Das ist, denke ich, auch, was Lernende, was Studierende wertschätzen, wenn man halt als Lehrperson auch irgendwo so ein bisschen die Huspe oder den Mut hat, sich da halt öffentlich zu zeigen, weil das würde man halt mit Sicherheit nicht machen, wenn man eben nicht Experte auf dem Thema ist oder sich da halt tatsächlich auskennt oder halt Expertin natürlich. Also das sind für mich so ein bisschen Gründe. Definitiv. Also man muss auch sagen, bei Streams kommen ja erstmal Unbekannte zusammen. Aber also so richtig kennen wir ja auch Studierende nicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das heißt, dieses Phänomen, dass man einfach mal reinschauen möchte, das wird in Streams Lurken genannt. Das ist aber, also das wird sehr mit Streams verbunden, also einfach quasi passiv zuschauen. So passiv, dass man gar nicht weiß, dass der Zuschauer dabei ist. Das ist aber interessanterweise ein Begriff, der auch in der wissenschaftlichen Literatur, nämlich bei dem Schlagwort Communities of Practice, auftaucht. Und da ist es ganz normal, dass man mal Lurker ist, der passiv ja, nur dazu zuschaut, quasi ja, Wissen durch Diffusion oder Wissensvermittlung durch Diffusion, sagen wir ja oft, das funktioniert, also Lernen durch Osmose sozusagen. Das kann ja gar nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, durchs reine Beobachten und durchs passive Teilhaben, im Sinne von ich melde mich nicht im Chat, kann es durchaus in diesen Communities of Practice sein, dass über die Dauer ein gewisses, ja, ein gewisser Wissenstransfer stattfindet. Und das Gleiche sehen wir auch in Streams, egal ob das jetzt in Gaming-Streams sind oder in diesen informelleren. Und was meine ich mit informellem Lernen jetzt genau? Wir haben verschiedene Kategorien auf Twitch und wir gehen jetzt einfach mal direkt in ein paar Beispiele. Wir haben jetzt ganz auf Livestreams gesagt, Livestreams, aber was heißt das denn jetzt tatsächlich? So, um einmal die Seite grob zu erklären. Alle, die kleinen Kacheln, das sind alles Menschen, die jetzt gerade oder vor der halben Stunde, als ich die Seite aufgemacht habe, die Kategorie League of Legends gespielt haben. Das ist ein Spiel, das man auf dem Computer spielt, kennt vielleicht einige. Das hat relativ viele Follower. Das ist auch eine relativ große Kategorie. Und egal, ob man jetzt ein Spiel spielt und dass der Titel dann die Kategorie heißt oder ob ich in der Creative-Kategorie unterwegs bin, das ist jetzt erstmal egal. Also jedes Mal, wenn ich Kategorie sage, ist das sozusagen die übergeordnete Einordnung, wie die Plattform das Ganze ja, verordnet. Und jetzt haben wir sowas wie Musik, es gibt auch Sport zum Beispiel als Kategorie. Software- und Spieleentwicklung, also Software- und Game Development, ist relativ groß, auch relativ neu. Kunst gucken jetzt gerade, ja, 12.000, ich aktualisiere die Seite gerade nochmal. Ja, jetzt sind es 13.000 Zuschauer. Makers und Crafting, Herstellen und Basteln, schauen wir uns gleich Beispiele an. Essen und Trinken und Beauty, Body und Art, das hat mir bis vor einer halben Stunde auch noch nichts gesagt. Jetzt würde ich einfach mal in den Raum fragen, vielleicht mag ja jemand im Chat einfach mal, was würdet ihr oder sie denn jetzt sagen, was sind denn davon jetzt lehrreiche Formate? Also ist jetzt Food and Drink oder Essen und Trinken, könnte man da was lernen? Kann ich was aus der Kategorie Musik lernen, wenn jemand jetzt live Musik spielt, macht oder komponiert? Ich würde sagen ja. Und ich würde sagen, dass aber auch diese Kategorien, wie sie wir jetzt sehen, unterschiedlich informell ist. Food and Drink ist tatsächlich auf der Plattform entstanden, weil Streams relativ lange dauern. Also wir reden da über 4, 5 Stunden. Das ist deutlich länger als unsere typische Uni-Vorlesung. Zwischendurch muss man was essen. Und es haben sich Leute gedacht, ich streame sowieso meinen Essensherstellungsprozess. Und das ist dieser Influencer, ich ja, bestreite meinen Lebensunterhalt damit. Das ich vorhin angesprochen habe, das möchten wir natürlich nicht. Ich würde aber behaupten, dass jemandem beim ja, Herstellen und Basteln zuschauen, wir reden über Domain-Experten. Also wir reden nicht darum, dass ich, und selbst das wäre interessant, dass ich mir jetzt von 0 auf 100 beibringe, wie ich bastle oder etwas herstelle. Nein, wir reden von Domain-Experten, die zum Beispiel Woodwork betreiben. Es gibt in der Makers- und Crafting-Szene dezidierte Keyboard-Streams, die sich darauf verständigt haben, live zu zeigen, wie man ein
Custom Keyboard erstellt, mit all den Sensoren, mit all den Druckfedern, mit all den mechanischen Feinheiten, die man dafür braucht. Es gibt Streams, die erklären, wie man alte Uhren repariert, was ja jetzt keine triviale Aufgabe ist mit Uhrmacherwerkzeug und Co. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich Texas Hula zuschaue, via Kommissionsarbeiten, die er entweder schon gemacht hat oder für zukünftige Aufträge streamt. Und ich würde behaupten, auch wenn ich nicht weiß, was dieses Gerät ist, wahrscheinlich hat dieses Schneidewerkzeug einen bestimmten Namen, wenn ich ihm lange genug zuschaue, diffundiert eben doch an der einen oder anderen Stelle Wissen. Und was ich recht interessant finde, Kommissionsarbeiten oder kommerzielle Aufträge, die er eh gemacht hätte, vermute ich, sind hier als Werbemaßnahme eingeblendet. Und ob da jetzt das Uni-Logo ist und sie mit einer Vorlesung gleichzeitig auch echte realistische Außenwerbung machen und sich das vielleicht auch Studierende angucken, die dann ein echtes Bild bekommen und nicht zu einem Tag der offenen oder zusätzlich zu einem Tag der offenen Tür kommen, das wäre so eine Mechanik, wo ich sage, da ergibt es einen zusätzlichen Nutzen, dass jetzt genau Sie Ihre Veranstaltung gestreamt haben. Ich kann aber auch so einen klassischen IT-Stream mir anschauen oder so einen Software- und Game-Development-Stream. Die Person werden Sie jetzt hier nicht kennen, das ist aber einer der Entwickler oder einer der vielen Entwickler bei, ich glaube, es war Netflix. Genau, The Primogen heißt der, genau, Engineer at Netflix. Und der ist jetzt zum Beispiel Partner. Partner bedeutet, dass diese Person damit Geld verdienen könnte. Also es gibt die Leute, die keinen Status auf der Plattform haben, dann gibt es Affiliates, das ist die Stufe oben drüber, die könnten dann schon eine bevorzugte Behandlung und auch einen gewissen monetären Anreiz an der Plattform bekommen. Und Sie sehen auch, da wird ja direkt Werbung. Also das ist auch eher so die Influencer-Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die Programmiersprache Rust lernen möchte, habe ich einen Domain-Experten, der mir dieses Wissen kostenlos liefert, regelmäßig. Wir reden hier über einen 2 Stunden 25 Stream, auch eher unterdurchschnittlich lang. Und den würde man wahrscheinlich schauen, wenn man genau diesen Zugang zu einem Experten- oder Domainwissen bekommt. Ja, den Kollegen kennen Sie auch. Das war einfach das Beispiel von Matthias. Und mit Skin in the Game ist eben genau gemeint, dass man nicht nur über ein Phänomen spricht, sondern es ausprobiert und gleichzeitig eben dann genau merkt, wie ist denn das jetzt? Ich habe jetzt zum Beispiel hier unten 7 Tabs offen. Wenn ich also über Cognitive Load spreche und jetzt sind hier zwar auch 2 Kameras, es ist ein helles Licht aufgebaut, man merkt, dass das irgendwie eine andere Situation ist, als mal bei einem Kaffee darüber zu reden, dass man dieses Streaming jetzt letztens gesehen hat. Und deswegen wollen wir genau diesen Walk the Talk sozusagen auch zeigen. Ich check mal kurz auf... Genau, und also um das vielleicht eben zu ergänzen und dir mal kurz Luft zum Atmen zu geben, es gibt Streams, in denen durchaus wissenswerte Sachen vermittelt werden und das halt nebenbei irgendwie auch manchmal in einem unterhaltsamen Format. Und das ja durchaus auch so ein bisschen das Motto gilt, man kann nichts lernen, ne? Also irgendwas lernt man halt immer. Und dass es eben ja durchaus eine große Community sich entwickelt hat, die sich da irgendwie um dieses digitale Lagerfeuer, wenn man das so metaphernhaft nennen will, versammelt und daran teilnimmt. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, warum soll man das nicht eben auch irgendwie im Sinne von Lehrveranstaltungen nutzen? Und wir haben das jetzt, um vielleicht mal auf diesen Titel zurückzukommen, durchaus so sehr provokant genannt, Massenvorlesung 2.0. Also uns ist natürlich bewusst, dass eine Vorlesung jetzt kein didaktisch besonders wertvolles Format ist. Und es geht auch nicht jetzt darum, irgendwie da alten Wein in neuen Schläuchen zu verpacken. Aber ja, durchaus die Erkenntnisse und ein bisschen den Spirit im Sinne von Never Waste a Crisis des Emergency Remote Teachings mitzunehmen und sich zu überlegen, ein paar Sachen haben halt in der Online-Lehre eben doch relativ gut funktioniert. Als zum Beispiel, dass das sehr flexibel ist, dass man halt Zielgruppen erreicht, die man sonst nicht erreichen würde. Zum Beispiel ein Riesenvorteil, den ich sehe, der bisher aus meiner Sicht auch noch viel zu wenig genutzt ist, ist, dass auch HochschuldidaktikerInnen natürlich ohne Probleme mal in Lehrformate reinschauen können, in die sie halt früher nie hätten reinschauen dürfen oder halt einfach logistisch reinschauen können und zum Beispiel mal eben endlich konkrete Tipps geben können, was man denn jetzt nun vielleicht ganz konkret an dieser jenen Lehrveranstaltung, in dieser jenen Fachkultur halt verbessern kann. Das ist so ein Punkt, den ich definitiv noch
noch halt sehe. Und ja, wie schon richtig gesagt, auch für, also um so falsche Vorstellungen zu vermeiden, kann man natürlich auch Schüler und Schülerinnen mal vor einem Studium ermöglichen, in gewisse universitäre Formate halt reinzuschauen, eben so reinzulurken, ohne direkt halt sich irgendwo immatrikulieren zu müssen. Und das ist ja sonst in klassischen Präsenzlehrformaten eben auch irgendwie schwierig möglich. Und also im Twitter-Thread, ich werde den Link gleich nochmal im Chat teilen, haben wir auch ein schönes Meme verlinkt, was das vielleicht irgendwie so ein bisschen klar machen soll. So, damit zurück zu dir, Henrik. Ja, danke. Genau, also dieses Lurken ist irgendwie interessant, auch dieses genau, Erwartungsmanagement. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, und manchmal sprechen Matthias und ich Wahrheiten aus oder Gedanken, die wir so ein bisschen im Netzwerk mitbekommen, warum erstellt man einen Hochglanztrailer für einen neuen Studiengang oder für eine Einrichtung, ein wie auch immer, wenn man das echte Bild herausgeben kann? Und die Lehre wird nun mal vor allem von Vorlesungen getragen. Ich will auch einmal jetzt hier direkt ein Beispiel machen, dass auch eine Vorlesung oder auch eine Massenvorlesung, die wir aus dem Hörsaal heraus streamen, durchaus ja, kollaborativ sein kann. Und wir machen auch gleich noch ein paar Fachkulturbeispiele. Aber ich glaube, es ist kein großer. Ich glaube, in vielen Bereichen wird wissenschaftliches Arbeiten vermittelt. Ich glaube, das ist so eine der wesentlichen Metafähigkeiten, die ja mal mehr, mal minder, aber irgendwie immer Teil eines Studiums ist. So lehne ich glaube, ich lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster. Wenn wir also uns mal überlegen, dass wir, das war jetzt die Analyse, dass wir ein Paper nehmen. Und das ist noch kein Paper, das kann ich aber ändern. Ich habe jetzt einfach einmal etwas genommen. Aus dem Harvard Busy Review Manager, IT doesn't matter, ist in meiner als Wirtschaftsinformatiker eines der Paper, die man gelesen haben muss, inhaltlich jetzt zweitrangig. Wenn ich aber jetzt dieses Paper lese und dann wäre ein Format, dass ich das als Dozent, als Dozierende, als Dozentin lese und entsprechend zeige, worauf es denn ankommt, wenn man ein solches Paper liest, im Sinne von welche Metakompetenzen, worauf kommt es denn an, wie interpretiere ich jetzt Graphen, wie würde ich mir eine Quelle daraus ziehen? Dann mache ich vielleicht nochmal ResearchGate auf und zeige eine weniger gute Quelle oder mache eine Vorwärtssuche auf ResearchGate. Das heißt, diesen Meta-Skill kann ich natürlich direkt zeigen. Oder ob ich jetzt irgendwie hier in einem Raum stehe und das in digitalen Äther streame oder ob jetzt Matthias dabei ist oder nicht, ist auch zweitrangig. Ich könnte jetzt genauso gut im Hörsaalzentrum im zweiten Saal stehen und das Stream während in der Vorlesung ganz anonym, und wir haben ja gelernt, das ist durchaus was Studierende wertschätzen, Annotationen durchgeführt werden, Hinweise gegeben werden, vielleicht macht eine Person einen Absatz, andere machen eine Seite oder zwei zusammen. Das heißt, ich kann eine Vorlesung natürlich auch mit Formaten so bestücken und ändern, dass ich sowieso mit digitalen Medien arbeite. Und wenn ich sie doch dann schon habe, dann kann ich sie ja auch wirklich öffentlich oder zumindest via Link zugänglich an andere rausspielen. Und das ist so die Idee, dass man sowohl, und deswegen merken Sie, wir haben keine Folien, sowohl davon wegkommt, denn eigentlich brauche ich nur Tabs und die kann ich mir mit einem Session Manager zum Beispiel auch gescheit speichern, dass ich eigentlich immer die gleiche Session aufmache, als auch schon das digitale Medium, weil um diese Folie oder diese Ansicht, die wir jetzt sehen, wieder in eine Folie zu bekommen, und den Matthias in der als Kollaboration, weil wir das ja, das ist so viel Aufwand, das ist so viel proprietäre, das bekommen wir auch in der Form sozusagen gar nicht hin. Wenn wir jetzt hier eh schon bei Beispielen sind, die Ansicht haben Sie auch schon gesehen. Ich könnte jetzt bei Matthias noch ein Greenscreen-Filter reinnehmen. Das zeigen wir mal später. Ja. Die Sonne ist jetzt untergegangen, Hendrik. Also wenn du willst, kannst du es jetzt gleich zeigen, kannst mal den Greenscreen anpassen, weil so ein bisschen Okay, das heißt also passt ja nicht mehr so ganz. genau, um es kurz zu erklären, ich baue ja die Szenen hier auf meinem Computer und streame dann entsprechend zu Ihnen, zu Zoom und zu Twitch. Das Gleiche funktioniert natürlich, dass ich Matthias auch mehrfach habe. Das heißt, einmal nehme ich ihn raus und einmal passe ich ihn kleiner an. Und stellen Sie sich vor, anstatt jetzt einen Gastdozierenden quer durch Deutschland reisen zu lassen, um eine 90-Minuten-Vorlesung zu geben, könnte ich Matthias so
in den Stream einbetten oder eher mich oder andersrum. Und das wurde tatsächlich auch auf Twitch schon gemacht, dass man in einer eigentlich klassischen Vorlesung jemanden eingeladen hat, der Domänexperten war, zum Beispiel den Kollegen von Netflix, der auch streamt, und ihn einfach zu Wort kommen lässt, statt und in anderen Ländern, also auch in den USA gerade, wo größere Wege und größere Distanzen öfter überbrückt werden müssen, Deutschland oder auch Österreich und die Schweiz sind ja doch relativ flächenmäßig klein, da spielt es eine deutlich stärkere Rolle, dass man mal eben nicht in den Flieger steigt. Aber so ist, und apropos Diskussion, Greenscreen, ja, nein, ich glaube, man braucht ihn nicht. Ich glaube, man muss nicht unbedingt, es ist irgendwie nicht das erste, noch nicht das siebte, was ich optimieren würde. Wenn man dann irgendwann Zeit hat, kann man gerne einen Greenscreen benutzen. Eine LED und ein paar Farbstreifen an der Wand tun es. Das können wir ja gleich machen, wenn wir auf die Technik gehen. So, dann haben wir aber, um hier noch einfach live ein paar Sachen zu zeigen, ich kann natürlich auch den Matthias in ein Programmierbeispiel setzen und sagen, okay, wir machen heute Lua-Skripts. Das ist so ein typisches Beispiel aus der Informatik. Wir könnten aber genauso gut Prozessmanagement machen. Ein Paper-Beispiel hatten wir auch gerade. Alles, was man einigermaßen digital oder eben auch tangibel vor einer Kamera zerren kann, kann man natürlich einfach zeigen und dann nochmal unabhängig davon, wo die Zuschauer eben gerade sitzen. So, ich würde sagen, wir gehen zurück zu Twitch-Beispielen oder hast du noch was zum Ergänzen, Matthias? Ich würde sagen, was natürlich, wenn man jetzt schon digital aus der Ferne als Experte an sowas teilnimmt, immer cool ist, ist, wenn man auch ein analoges Artefakt in die Kamera halten kann, zum Beispiel eine Tasse vom HPI aus Potsdam. Genau. Du hast tatsächlich den Smiley darunter geklebt? Ich dachte, das wäre... Ich habe den Smiley darunter gemalt. Okay, ja, unter meiner Tasse. Nee, keine... Nein. Aber es ist deine Tasse. Als Hintergrund, ich habe eine Tasse aus Magdeburg, er hat eine Tasse aus Potsdam. Kann man tatsächlich virtuell immer ganz, ganz gut in die Kamera halten. Wir machen mal weiter mit weiteren Beispielen, um auch zu zeigen, okay, das waren jetzt ja eher so informelle Varianten. Ich suche meinen... Da. Ich hätte noch eine Weihnachtsvorlesung von einem deutschen Professor, Professor KVB. Er hat Excel gemacht als Thema. Natürlich ist jetzt erstmal die Frage, warum jetzt genau Excel? Ich glaube, es ging um die Kostenminimierung von Wildschweinfutter unter Nebenbedingungen. Also Sie merken schon, so eine klassische Weihnachtsvorlesung. Ist ganz interessant, kombiniert digitale Zeicheninputs. Also er fängt jetzt an, hier Formeln runterzuschreiben. Sie sehen auch hier rechts, sieht man das? Genau, rechts ist, also hier oben drüber, ist jetzt der Chat. Durchaus viele Chat-Nachrichten. Ich habe das Ganze mal durch ein Skript gejagt. Ich glaube, knapp 500 Chat-Nachrichten waren das in dieser. Und das kommt so einer Dynamik von so einer Weihnachtsvorlesung doch relativ nah. Im Sinne von, es ist ja letztlich Wissenschaftskommunikation, die er öffentlich angeboten hat. Was Sie jetzt hier sehen, ist, dass er seine eigenen Logos hat. Und das können zum Beispiel jetzt nur Affiliates, also diese zweite Stufe an, also man muss ein bisschen... Man muss aktiv auf der Plattform sein. Und er hat gesagt, ich habe mein eigenes Logo, ich habe also sozusagen meine Brand, die ich dort mit verwende. Und das ist ja jetzt nichts Professor-Untypisches, dass man einen gewissen Ruf und eine gewisse Reichweite aufbaut. Und das ist so eine Metrik, die man sich aus der Gaming- und Streaming- und Entertainment-Welt geliehen hat. Eine Variante, wo sich die Gaming-Welt, was bei uns aus der Akademie oder aus der Wissenschaft leiht, sind Usernamen, die mit Professor oder Doktor anfangen, obwohl diese Menschen wahrscheinlich keine Professoren sind, aber es gibt zum Beispiel ganz viele Prof-Gamings oder Doktortitel, die eigentlich nach, also Dr. Mario oder andere Videospielehelden. Das heißt, es gibt sozusagen eine gewisse Annäherung aus diesen beiden Welten, weil man seriös und belesen wirken möchte, qua Titel. Und wir leihen uns sozusagen so die Infotainment-Möglichkeiten. Eine davon ist zum Beispiel am Ende, und jetzt geht es eher so in die Gaming-Gamification-Ecke, dass der Streamer hier, Matthias, weißt du noch, wie er komplett heißt? Corbinian von Blankenburg, sorry. Ja, also wir glauben sehr daran, dass man seine Quellen benennen sollte. Auf Twitch heißt er Professor K. von B. Und er murmelt am Ende. Und das ist ein relativ beliebtes Spiel, wo es eigentlich nur darum geht, dass jeder im Chat mit einem Chatbot-Command sagen kann, ich möchte teilnehmen. Und dann wird eigentlich nur geguckt, welche Murmel, also eigentlich ist es ein
Random Math Generator, wenn Sie so möchten, das einfach aus Erheiterungszwecken am Ende 10 Minuten lang auf diese Murmeln gestarrt werden. Der Unterhaltungsgrad ist, denke ich, da, das jetzt jedes Mal zu machen. Nein, es ist eine Weihnachtsvorlesung, aber einfach um zu sagen, dass auch ja, gestandene Professoren, also hier sieht man diesen Ausrufezeichen Play, dass auch die sich nicht zu ja, hoch oder fein sind, einfach mal was Spielerisches einzusetzen. Denn wir dürfen nicht vergessen, Lernen ist auch irgendwie ein sozialer Prozess und es geht halt, also was man eben mit solchen Sachen auch ganz gut machen kann, ist eben Community Building zu betreiben. Definitiv. Und auch letztlich kann man ja sagen, auch wir bei der DigiPA oder DigiPA 6, auch wir sind ja irgendwie eine Community of Practice. Auch wir verbringen jetzt unseren Mittwochabend, 16:45 damit, oder Sie verbringen jetzt uns zuzuhören, was wir mit Livestream meinen, genauso wie wir bei der Keynote uns überlegen, in welche Richtung möchte man denn, also in welche Mikrorichtung möchte man denn so eine Community bewegen oder teilhaben lassen. Und genauso kann man ja auch Inputs von der Community nehmen. Also was Sie hier sehen, ich hoffe, es hat niemand eine Spinnenphobie. Das ist ein schwedischer Streamer, Spider-ID heißt der. Der ist tatsächlich auch jetzt gerade live. Der analysiert im Stream die Taxonomie von Spinnen und macht das seit einigen Jahren. Und die sind permanent erhalten, präpariert. Und sein Chat hilft ihm dabei. Also wir reden eigentlich von so einem riesigen Crowd-Citizen-Science-Projekt, wenn Sie so wollen. Also entweder geben die Leute ihm Fotos von Spinnen und sagen, hier, Spider-ID, vielleicht ist das ja was für dich. Oder sie sagen, habe ich schon mal gesehen, das ist lateinischen Namen hier einfügen. Und hier links sieht man, wie viele Arten oder verschiedene Kategorien er schon oder Anzahl an Kategorien er schon gefunden hat. Ziemlich interessant, einfach auch die Idee zu sagen, ich habe ein Mikroskop, das stecke ich an, oder ich hole mir ein USB-Mikroskop, stecke das an den Computer, habe einen digitalen Input. Und wie oft hat man einen Schulterblick bei einem Wissenschaftler, der live seine Identifikationsarbeit erledigt? Sind wir mal ganz ehrlich, das ist deutlich interessanter, als das Paper zu lesen, wo die Analysen gefahren werden, warum, welche Spinnen wir auch aussehen. Das ist eine deutlich kleinere Zielgruppe. Office Hours, also Sprechstunden, das hat Matthias letztlich auch schon angesprochen. Das ist Brent Ozar, ein absoluter Experte auf dem Bereich Datenbanken und explizit SQL-Server. Inhaltlich auch nicht so wichtig, aber was er macht, ist, regelmäßig weniger zu streamen, also wir reden hier von einer halben Stunde, maximal bis einer Stunde, dann hat er Fragen vorgesammelt, so wie wir das jetzt mit Frag jetzt machen, und seine Moderatoren, und bei großen Kanälen braucht man definitiv Moderatoren, die ein bisschen den Chat im Zaum halten und so ein bisschen das Ganze mit ja, wortwörtlich moderieren, in die richtige Bahn lenken. Seine Moderatoren sammeln so ein bisschen vor und er antwortet dann sehr pointiert auf die Fragen und dann geht es direkt mit der gleichen Frage, mit der nächsten Frage weiter. Das geht bis so weit ein Format, das es gibt, ist ein Ask-Marathon, also ein Askathon wird das genannt. Es werden so lange Fragen beantwortet, bis alle Fragen beantwortet sind. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, entweder ich sage das so, ich stelle mir vor, Sie laden Ihre Studierenden ein und machen einen Askathon. Das wirkt ganz anders, als zu sagen, gibt es Fragen zur Klausur? Und dann kommen die ganzen organisatorischen Fragen und die Ausschlussfächer und was man nicht lernen muss. Oder man sagt, wir machen die Stunde so lange, bis alle eure Fragen beantwortet sind. Dann sollte man vielleicht doch ein bisschen Zeit mitbringen, falls wirklich viele Fragen. Aber rein von der Wirkung wirkt das erstmal anders, obwohl Sie eigentlich dem Kind nur einen anderen Namen gegeben haben. Und solche Ideen, solche Möglichkeiten lernt man eben von genau solchen Streamern, weil niemand muss Brent Ozar gucken. Aber es machen doch relativ viele Leute, zum einen wegen dem Domänenwissen, würde ich jetzt behaupten, und zum anderen, weil er eben so pointiert antwortet und weil er dieses Format eben mit betreibt. Wenn das jetzt zu einfach ist, ich hätte auch noch Nuclear Chemistry als im Angebot, also was Leichteres sozusagen. Ganz im Ernst, der Prof. Melko ist einer derjenigen gewesen, der früh in dieses Remote Teaching mit eingestiegen ist. Hier im Hintergrund sehen wir das Quiz of the Day. Das heißt, selbst wenn ich gar keine Ahnung von Chemie habe, ich könnte an dem Quiz of Today teilnehmen. Man sieht einen On-Chat, man sieht Captions, das heißt rein von der von der Barrierefreiheit, wenn man so möchte, ist es durchaus eine Variante zu sagen, okay, ich bin zwar im Hörsaal, aber ich weiß, dass ich
rein statistisch x Prozent an beeinträchtigten Studierenden habe, den möchte ich Zugang zu meiner Vorlesung bieten. Also lasse ich meinen Livestream, und auch Matthias hat das schon gemacht, meine Live-Audiospur kodieren und übersetzen, sodass ich es eben auch auf dem Stream selber habe. Zusätzlich hat er hier jetzt sich wieder ein Element aus der Gaming-Welt genommen und ein Charity-Stream gemacht, um eben Geld zu sammeln. Das ist eher ungewöhnlich, was sehr typisch ist, ganz klare Social-Media-Profile zu haben. Das habe ich aber jetzt auch schon erwähnt. Gibt es denn Fragen soweit oder andersrum? Ich bedanke mich. Ja, kein Problem. Also wie gesagt, man kann rein und rausgehen. Das ist auch die Eigenschaft des Lurkens, ist es, was ich auf jeden Fall aus den Streams mitnehmen kann. Man würde auch in einer klassischen Vorlesung, wobei ich den Vergleich eigentlich nicht mag, niemals einen vermeintlich mental abwesenden Lernenden auffordern, jetzt doch endlich mal was zu sagen. Und genauso gut würde man, also don't point to the lurkers, sagt man bei den Streams. Das würde man einfach nicht machen. Insofern ist das völlig in Ordnung, wenn jemand geht und sich, genau. Ich hätte auch noch, die letzten fünf mache ich jetzt mal ein bisschen schneller, ich hätte auch noch eine Vulkanologin, die erklärt, was passiert, wenn der größte Vulkan der Erde ausbricht. Auch jetzt doch sehr spezifisch, sehr klar bildungsbezogen. Englisch lernen auf diversen Arten von English Sandwich. Ich hätte auch noch Highlight Classical Field Theory Part 4. Heißt, dass es auch noch drei weitere Parts dieses Quantenphysikers gibt. Wie benutze ich Git? Also auch wieder so ein IT-Beispiel. Dieser Kanal ist sehr interessant, weil er bei der Pandemie angefangen hat, 100 Entwickler auszubilden. Das Ganze hat er 100 Devs genannt. Ist damit sehr stark gestiegen, was die Reichweite betrifft. Und es ist doch sehr interessant, wie viel Zeit sich da akkumuliert. Also wenn ich jetzt mir seine Watchtime anschaue, also einfach das, was er mit den ganz klassischen IT-Themen, Big-O-Notation, Laufzeiten, Algorithmen, also wo ich jetzt sage, boah, das ist so ein fortgeschrittenes Seminar, da hoffe ich, dass meine 15 Leute zusammenkommen, dass er damit so viel Watchtime aggregiert, dass, wenn ich das hochrechne, da kommt über 1 Million raus, da muss ich Watchtime in Jahren rausmachen, damit diese Zahl überhaupt greifbar ist. Ich weiß nicht, wie viele Dozierenden Watchtime in Jahren kreieren. Ich glaube nicht, selbst bei einem gut befüllten Get-to-Know-Vorlesung. Oder was würdest du sagen, Matthias? Ja, also muss man schon dann halt eine sehr große Reichweite entwickelt haben, halt über die Zeit. Ich hätte noch zwei und dann übergebe ich an dich. Okay. Ich habe eine Psychologin, die über Grading und Ungrading redet, auch gerade im Twitter-Lehrerzimmer durch und einfach immer ihr Curriculum oder ihre Ideen zu einem Curriculum zeigt. Man könnte genauso gut eine Klausur online erstellen, die würde man natürlich dann nicht benutzen, aber all das sind Möglichkeiten, das heißt die Formate, die Inhalte, die sie brauchen, um zu streamen, die haben sie bereits. Und als letztes habe ich einen Soziologen, der über Conspiracy oder Verschwörungstheorien spricht oder Mythen. Auch keine leichte Kost und all das sind eher formelle Möglichkeiten, also traditionelle Vorlesungsthemen live zu streamen. Zurück zu dir. Okay, jetzt könnte man ja denken, okay, das sind halt hauptsächlich alles Formate, die ja sehr so eine konsumorientierte Haltung fördern, wo wenig Interaktion ist. Und das, was wir halt gerne zeigen wollen, ist, dass gerade das Online-Format eben super viele Möglichkeiten bietet, zu interagieren und das Ganze halt aufzulockern durch viele interaktive Elemente. Und also die erste Variante, die man natürlich immer hat, die halt irgendwie jede Plattform so mit sich bringt, ist halt ein Chat. Und ja, da jetzt, ich weiß nicht, kannst du sehen, wie viele Leute gerade aktuell bei Twitch zuschauen, Henrik? Lass mich schauen. Kann ich? Wahrscheinlich nicht allzu viele, denn die meisten sind halt mit uns in dem Zoom-Meeting. 2, 3. Und deshalb würde ich jetzt gerne nochmal sozusagen einladen, den Zoom-Chat zu benutzen, und zwar im Sinne das, was man in Lehrveranstaltungen auch mal ganz gern macht, eines kleinen Chat-Storms. Jeder schreibt mal bitte irgendwie so in 1, 2 Sätzen in den Chat, mit welcher Motivation er oder sie heute hergekommen ist. Und vielleicht auch, ob diese Erwartung bisher erfüllt ist. Und sendet das noch nicht ab, sondern ich erzähle mal noch locker so ein bisschen weiter. Also das mal ganz gerne in den Chat schreiben. Und was ich in Ergänzung zu den Formaten vielleicht noch gern
zeigen wollte, auch einfach, weil wir es vorbereitet haben und weil es mittlerweile halt eben technisch irgendwie sehr schön ist. Und was ich auch bei mir in Lehrveranstaltungen sehr gern nutze und wo ich denke, dass das auch eben ein Riesenvorteil ist von so Online-Formaten, ist, dass man Sachen, die halt im Normalfall sehr klein sind, sehr schön halt groß zeigen kann. Dafür schalte ich mal auf eine Dokumentenkamera um, die ich hier auf meinem Tisch zu stehen habe. Und habe hier ein Messgerät, habe eine kleine Schaltung aufgebaut, schalte das jetzt mal ein. Ja, und also das, was man zum Beispiel in der Elektrotechnik eben gern zeigt, sind so Experimente. Ich habe eine Schaltung mit einer Batterie mit zwei LEDs in Reihe, kann jetzt hier die Spannung messen, die von diesem 9-Volt-Block zum Beispiel bereitgestellt wird und habe jetzt irgendwie eine LED zwei Drähte angeschlossen, rechts und links. Und ja, ich weiß nicht, Henrik, was vermutest du, wenn ich jetzt die beiden Drähte zusammenhalte? Ja, das ist doch beides Plus, oder? Naja, das ist an der einen LED angeschlossen. Ja, also wenn ich jetzt zusammenhalte, sollte ich die eine LED überbrücken und ja, die sollte ausgehen und dafür sollte halt die andere heller leuchten. Und genau das passiert auch und man sieht auch ein bisschen, ja, das Display hier ist ein bisschen dunkel von dem Messgerät, also dass sich halt die Spannung ein ganz bisschen ändert, weil ich doch natürlich den Widerstand dieser Schaltung ändere. Und das finde ich zum Beispiel ist auch ein riesen Vorteil. Also wenn ich dann eh sowas aufgebaut habe im Hörsaal, um das irgendwie groß zu zeigen, ja gut, dann kann ich es auch gleich in die große weite Welt hinausschicken. Das macht dann halt eigentlich nicht mehr den Cool Fett. Okay, so, dann haben jetzt hoffentlich alle in der Zeit was in den Chat getippt zum Thema Motivation, warum Sie heute hier sind. Und ich würde mal sagen, dann feuerfrei, dann bitte jetzt absenden. Und die didaktische Motivation, halt alle auf einmal das absenden zu lassen, ist natürlich, dass man nicht direkt sieht, was die anderen so geschrieben haben und sich nicht davon beeinflussen lässt. Und es geht was Neues für Seminare kennenzulernen, auch keine Erwartungen zu haben. Aber Wünsche, finde ich gut. Aber Wünsche, tolle Ideen kennenzulernen, neue Impulse für die digitale Lehre zu erhalten. Ja. Okay, vielen Dank dafür. Also Chat ist definitiv was jedes Tool, jede Plattform irgendwie mit sich bringt, was man, denke ich, halt sehr gut nutzen kann. Also das, auch das Kollektiv, also auch als letzten Gedanken, auch also die ganze Gemeinschaft an Menschen wird auch oft als die Chat bezeichnet. Also man ist Teil dieses Kollektivs, wenn man Teil eines Kanals will. Andere unterschiedliche Kanäle haben unterschiedliche Inside-Jokes, Emotes, Emojis und eben damit auch eine andere ja, Chat-Kultur, wenn man so möchte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch Ähnlichkeiten, weil man andere oder die gleichen User in unterschiedlichen Chats wiederfindet. Und auch ja, so ein Campus ist ja irgendwie auch nur eine Community. Und vielleicht haben Sie auch Studierende, die in mehr als einem Stream vorbeischauen oder in anderen mehreren Vorlesungen bei Ihnen sitzen. Insofern ist der Vergleich recht ähnlich. Keine Erwartung, aber eine Frage. Die Lippensynchronität, aber auch die Lesbarkeit der Texte lassen zu wünschen übrig. Das mag in meinem Hörsaal ähnlich sein. Wie kann man das optimieren, dass es einen tatsächlichen Mehrwert auch in dieser Hinsicht gibt? Rückfrage, welche Lesbarkeit der Texte? Also welche? Ich glaube, das ist jetzt ein Problem der Kompression in Zoom. Ah, okay. Dass wir halt jetzt unser Bild nicht als Bildschirmfreigabe in Zoom dort reinspeisen, sondern halt als Kamera und damit läuft das über eine andere Kompression. Ja. Das würde jetzt auf einer der typischen Streaming-Plattformen deutlich besser aussehen. Das ist jetzt halt ein kleines Problem sozusagen von Zoom. Ah, okay. Ja, ja gut, dadurch, dass wir es durch mehrere Instanzen jagen, das könnte sein. Ja. Gerne nochmal Rückmeldung, ob die Frage damit beantwortet ist. Okay. So, dann die zweite Möglichkeit, die es halt gibt, in der Online-Welt zu kollaborieren und sich auszutauschen in Lehrveranstaltungen, sind halt Etherpads oder eben so kollaborative Dokumente in Cloud-Speichern, wie zum Beispiel einer Nextcloud. Da habe ich jetzt zwei Dokumente vorbereitet und mal die Links dazu in den Chat getan und würde jetzt auch einladen, da halt einfach mal drauf zu klicken. Wir laufen jetzt natürlich gerade so ein bisschen in die Gefahr, das, was man halt in Lehrveranstaltungen nicht machen sollte, zum Tooligen zu werden, zu viele Tools zu benutzen. Aber das
pushen wir jetzt gerade halt hier im Moment gerade mal so ein bisschen, weil wir ja gerade eben verschiedene Möglichkeiten zeigen wollen. Ist jetzt die Frage, wir können ja mal in Zoom über die Reaktionssymbole fragen, wer kennt denn Etherpads? Okay, da sind ein paar Daumen nach oben gegangen. Okay, also dann, ja, sind aber auch ein paar Daumen nicht nach oben gegangen. Wollen wir Und kurz ich sehe das zumindest Etherpad ein, zwei zeigen? Daumen nach unten. Also dann würde ich auf jeden Fall dazu Ja. einladen, das mal kurz auszuprobieren. Und Henrik, ich weiß nicht, ob du jetzt mal das Soll ich es einfach zeigen? Also, Etherpad zeigst. na klar. Also die Idee ist, wenn man zum Beispiel gemeinsam mit Studierenden an einem Thema arbeitet, und ein Brainstorming macht, Ideen sammelt, dann kann man die Ergebnisse dessen halt wunderbar in so einem gemeinsamen Cloud-Dokument speichern und sammeln. Und also das kann man natürlich auch in einem Chat machen, aber ein Chat ist halt einfach linear. Der ist halt einfach so, wie die zeitliche Abfolge ist. Und das Cloud-Dokument hat halt einfach den Vorteil, dass man da immer an beliebiger Stelle neu wieder was reinschreiben kann. Und es ist Und anonym. Also ich weiß nicht, ob du es. es ist anonym und es zeigt einem aber trotzdem eben irgendwo an, wer hat was geschrieben, wenn man diese, ja, also wenn man die Autoren, die unterschiedlichen Autorenfarben halt anlässt und nicht abschaltet. Dann wird es aber auch schnell sehr, sehr bunt. Also ja, es kann, also wir haben ja auch nur Also Spielwissen ausprobieren. bei vielen Studierenden ja. Genau, auf der anderen, also auch da gibt es ja immer, hatten wir auch mal in der Folge, Umgang mit negativen oder Trollen, wie auch immer, erstmal durchprobieren und ausprobieren und dann kann man immer Genau, noch erstmal eben. so offen wie möglich und so geschlossen wie nötig. Genau. Und wenn man dann feststellt, dass das irgendwo an einer Stelle nicht in dem eigentlichen Sinne der Lehrveranstaltung genutzt wird, dann sollte man zumindest als Lehrperson eben schnell den Knopf wissen, wo man das halt entsprechend abschalten kann oder sperren kann. Wenn du mal noch auf das Markdown-Dokument draufgehen möchtest, also ich würde immer ein Etherpad empfehlen, gibt es verschiedene Webseiten, wo man die sich im Prinzip kostenlos anlegen kann. Das Markdown-Dokument hat jetzt den Vorteil, dass man da Rich-Text-mäßig eben noch ein paar mehr Sachen tun kann. Man kann Sachen fett drucken, man kann Sachen kursiv drucken, man kann Hat so was, mehr solche ja. Listenpunkte erstellen und größere Dokumente einfach ein bisschen schöner strukturieren und kann damit eben Quelltexte, Arbeitsergebnisse sehr schön sammeln, insbesondere in den Geistes- und Humanwissenschaften, wo ich jetzt nicht so der Experte bin, würde ich sagen, funktioniert es halt super. Bei uns ist es immer so ein bisschen begrenzt, weil das kann halt begrenzt Formeln, Schaltbilder, Diagramme, Abbildungen, was wir so in den Ingenieurwissenschaften brauchen. Aber um noch weiter als Tooligan, großartiger Begriff, wir sind jetzt gerade in Zoom. Wenn du zeichnen, also man muss ja auch irgendwie Form follows Function. Und wenn du nun mal unbedingt zeichnen willst, dann ist das ja kein Grund, nicht zu kollaborieren, sondern dann macht man eben eine Whiteboard-Funktion in Zoom auf und hat eben sein entsprechendes Tool. Also wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt alle voll auf Twitch, alle voll auf irgendwelche Plattformen. Nee, sondern irgendwie den Werkzeugkasten erweitern und dann, ja, ansonsten ist alles ein Nagel, wie Ich man so schön stelle gerade sagt. fest, wenn du nochmal auf das Etherpad zurückgehst, dass im Chat des Etherpads mehr los ist als im Zoom-Chat gerade. Und das ist zum Beispiel auch ein spannender Punkt. Also die Lernenden, ja, jetzt in dem Fall Sie oder ihr, die suchen sich dann natürlich im Zweifel halt auch einen eigenen Kanal. Und das muss nicht unbedingt immer manchmal der sein, die Lehrperson halt vorgegeben hat. Und vielleicht noch so ein anderer Metatipp im Rande, wenn man halt so ein Tool mit Studierenden halt nutzt, deswegen habe ich da unten extra mal Spielwiese drunter geschrieben, sollte man nicht denken, man führt dieses Tool ein und es kann sofort direkt produktiv genutzt werden, sondern es braucht immer so eine digitale Pubertät, so eine kleine Explorationsphase, wo man das halt mal gemeinsam ausprobiert. Und also wenn man halt so ein Tool das erste Mal benutzt und alle schreiben da erstmal irgendeinen Gnüpfen rein, dann darf man sich halt nicht wundern. Also natürlich möchte jeder das erstmal kurz ausprobieren, wie das halt so funktioniert. Okay, mit Blick auf die Zeit würde ich direkt zum nächsten, zweiten, nee, dritten Ja. Interaktionsmöglichkeit kommen. Also wir haben das auch schon ein bisschen geclustert. Und das sind halt Quizze oder das ist das, was man landläufig als Audience Response bezeichnet. Und dafür haben wir auf der Quizplattform Quiz Academy, die auch aus Potsdam kommt, soweit ich informiert bin. Ja, vom aus. Ja. Ja, Hamburg kenne ich ein auf kleines Quiz vorbereitet
Und würden jetzt einladen, hinzukommen. Ich weiß nicht, Henrik, ob du es schaffst, den Link dazu auch wieder im Chat zu teilen. Ansonsten kann man gern, ah ja, da ist ja schon, kann man natürlich auch gern ein zweites digitales Endgerät seiner Wahl nehmen, was eine Kamera und einen QR-Code-Scanner hat und diesen QR-Code scannen. Und ich werde das jetzt auch mit meiner Kamera ausprobieren, ob das jetzt über die schlechte Zoom-Kompression trotzdem funktioniert. Und das ist was, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, in Lehrveranstaltungen exorbitant gut funktioniert. Also wo man natürlich die größte Schwierigkeit hat, sich Fragen dafür auszudenken. Und du musst jetzt, glaube ich, mal, ach so, es sind noch keine Teilnehmer beigetreten. Ah, Doch. jetzt, da sind sie alle, okay, weil jeder erst seinen Namen eintippen musste. Ich hatte ja wohl den Fragen, den Namenswettbewerb hier mitgewonnen. Das ist ein großartiger Name. Ja, warte, ich bin auch gleich dabei. So, okay. Ja, und dann ist es so, also Studierende können sich da anonym, pseudonym mit irgendeinem Namen anmelden. Genau, und das Live-Event startet in Kürze, weil Henrik muss jetzt auf Start drücken. Ich Also drücke als auf Start. Lehrperson muss man auf Start drücken, dann zählt es runter, 3, 2, 1, ich habe drei Fragen vorbereitet. Nämlich die erste Frage lautet, was ist keine Streaming-Plattform? Und jetzt muss man eventuell, wenn man ein kleines Display hat, ein bisschen scrollen. Und ja, ich habe jetzt hier fast ein bisschen viel Zeit pro Frage eingestellt, aber wir haben ein bisschen Delay hier mit eingerechnet. Und ja, also dann sieht man, dass man eben damit sehr schön Interaktionen fördern kann mit seinen Studierenden. Man kann direkt ein bisschen abfragen nach einer Inputphase oder auch am Anfang einer Flipped Classroom-Einheit oder einer Virtual Classroom-Einheit, ob die Lernenden sich das Material angeschaut haben. So, und kann dann natürlich auch sehr schön die Antworten diskutieren. Also die richtige Antwort hier war Camtasia. Camtasia ist eine Software, um Videos aufzuzeichnen, aber nicht unbedingt, um live zu streamen. Und Panopto ist eine durchaus im US-amerikanischen Raum bekannte und beliebte Streaming-Plattform. 75% richtig ist schon eine ziemlich gute Quote. Ich habe meistens schwierigere Fragen bei mir in der Lehrveranstaltung. Klick mal auf Weiter, Henrik. Ich erzähle einfach nebenbei dann noch ein bisschen. So, die nächste Frage ist, was konnte man über Was? die erste Webcam der Welt Also beobachten? ich Das ist behaupte, es sind nicht die Elefanten im Zoo, weil das war das erste YouTube-Video. Ah ja, interessant. Das habe ich mir jetzt einfach nur so ausgedacht. Nee, es war in San Diego im Zoo. Ich weiß nicht, ob es Elefanten waren, aber die damaligen YouTube, das sind so, es ist irgendwie so ein paar Wissen hat irgendwie wirklich, zahlt keine Miete im Kopf. Das ist irgendwie einfach interessant. Aber wir Naja, haben 30 und Sekunden also überbrückt. ich habe mir jetzt natürlich einfach, um dieses Tool zu demonstrieren, ein paar Fragen ausgedacht, die jetzt mehr oder weniger gut zum Thema passen. Ich sag Zugspitze. Ich Das sag ist, würde ich. Zugspitze. Okay. Ja, es war eine Kaffeemaschine. Echt? Ja, ich werde Okay. gleich den entsprechenden Wikipedia-Artikel dazu in den Chat Okay. posten. Wir machen direkt weiter. Wir machen direkt weiter und kommen zur dritten Frage. Oh, das haben wir gar nicht erklärt. Ja, gut. Das ist, Das das nennt man, bei Kahoot würde man das nennen, ein Blind Kahoot. ist Transferwissen. Oder Transferwissen. Ja, und also die Schwierigkeit sieht man, oder zumindest aus meiner Sicht als Lehrperson, die Schwierigkeit dabei ist eben nicht, irgendwie dieses Tool zu bedienen und die Fragen da reinzubekommen, sondern überhaupt Fragen zu haben. Und ich bin halt, also die Schwierigkeit ist ja auch nicht, sich Fragen auszudenken, sondern halt irgendwie gute Distraktoren für solche Fragen auszudenken. Und da bin ich immer besonders kreativ da drin, wenn ich halt zum Beispiel Prüfungen kontrolliere, weil man dann eben so typische Fehlantworten, typische Fehlkonzepte, Missverständnisse der Lernenden sieht und dann Verrückt. halt nur noch eine passende Frage dazu bauen muss. Aber das ist natürlich auch total das große Thema in unseren MOOCs, weil du willst, es ist natürlich automatisch auswertbar, aber du willst ja eigentlich nicht den Nicht-Lernteil, also du willst ja sozusagen nicht falsches Wissen abfragen, sondern, also es ist so ein, wir könnten, wäre wahrscheinlich ein Metastream in sich, über gute Distraktoren zu sprechen. Genau, aber ein Raid ist ein Zuschauer, also wenn wir jetzt zum Beispiel hier bald fertig sind in planmäßig 6 Minuten, könnten wir mit den Zuschauern auf Twitch sagen, wir schauen uns jetzt einen anderen Stream an, werden sozusagen Teil dieser Subcommunity, wahrscheinlich kennt man den entsprechenden Zielstream. Und stellen Sie sich vor, Sie würden am Ende von Ihrer 9-Uhr-Veranstaltung um 10:30 Uhr sagen, in einer Viertelstunde ist hier sowieso Algorithmik 2,
Ich nehme euch jetzt alle Sprachwissenschaftler rüber und wir schauen da jetzt einfach mal rein, sagen Hallo und ab einer gewissen Zeit springen Leute ab oder entdecken eben einen Teil, eine neue Vorlesung in ihrem, an ihrer Heimatuniversität, auf die sie sonst nie gekommen wären, so als Metapher. Okay, und die letzte Interaktionsmöglichkeit, die wir noch gern ausprobieren können, ist, und das ist eben was, wo ich denke, was auch gerade in den Ingenieurwissenschaften im MINT-Bereich ziemlich gut funktioniert, sind so kollaborative Whiteboards, also sowas wie ein Etherpad, bloß halt grafisch. Gibt es auch tausend eine Online-Plattform, die man halt dafür nutzen kann. Link ist im Chat. Und die Aufgabe soll mal hier sein, also so, dass es halt irgendwie eine Aufgabe gibt. Man zeichne ein Fahrrad, das nach links fährt. Und das ist halt immer so ein bisschen spannend, also ob halt Leute gemeinsam an einem Fahrrad zeichnen oder unterschiedliche Fahrräder zeichnen. Aber da, also ja, Fahrrad ist jetzt nur das Vehikel, sehr schöne Metapher, um dieses Tool zu erklären. Also hier kann man sich jetzt natürlich vorstellen, das könnte man jetzt auch wunderbar nutzen, um es gibt gerade Linien. Damit hätten wir anfangen sollen. Ja, also um Studierende Schaltbilder zeichnen zu lassen, um Studierende Diagramme zeichnen zu lassen, irgendwelche Ablaufpläne, Signalflusspläne gemeinsam zu entwickeln. Und ja, meine Erfahrung ist, dass man halt dabei Leute wirklich, wirklich, wirklich ans Nachdenken bekommt und darüber auch Fragen generiert werden, die dann halt gestellt werden, zum Beispiel im Chat oder in einem anonymen Fragentool, wo ich sage, diese Fragen wären halt in einer klassischen Präsenzveranstaltung, also so interaktiv, man die halt auch machen kann mit analogen Mitteln, aber analog geht es halt nicht, dass alle gemeinsam an eine Tafel schreiben. Ja, also meine Metapher ist immer, da müssten wir alle irgendwie so 5 Meter lange Stöcker haben mit so einem Stück Kreide dran, womit man dann eben gemeinsam vorne an die Tafel schreiben kann. Das geht online wunderbar. Ja, dass darüber Denkprozesse in Gang gesetzt werden, die man eben sonst nicht hätte. Interessanterweise bekomme ich es nicht ganz, weil sie so viel immer aktualisiert. Also ich habe das erste Fahrrad und den ersten Pfeil hier im Stream noch drauf, aber ansonsten, also weil wir so über digitale Inputs am Anfang geschwärmt haben, alles hat so seine Tücken und ich hab versprochen, dass eine Sache kaputt geht. Hier ist jetzt der Jawchart soeben kaputt gegangen. Passiert, also ja. Okay, wollen wir noch dann, also ich habe gerade mal in das Frag jetzt reingeschaut, da ist halt nur eine Frage drin, die wir, glaube ich, zum Abschluss noch ganz kurz beantworten könnten. Ja. Wollen wir noch ganz kurz auf die Technikmöglichkeiten schauen? Gerne. Weil gerne. Da so ein bisschen die Message ist, die wir halt mitgeben wollten. Also natürlich muss man sich ein bisschen mit seiner Technik halt auskennen, wenn man jetzt irgendwie streamen möchte. Das ist, glaube ich, fast wahrscheinlich der schwierigste Punkt. Aber an sich haben wir natürlich jetzt hier heute irgendwie so ein Zoo aufgebaut an Equipment und Dings. Aber eigentlich reicht halt vermutlich der Computer, den man hat, ja. Plus ein gescheites Mikrofon. Ja. Dass man für Videokonferenzen braucht. Genau, also, magst du mal also weil wir dann die Fotos sehen, dann kann man das vielleicht anhand derer ganz gut erklären. Warte, ich packe den Link in den Chat, dann können wir natürlich auch die Leute da direkt dahin holen, wo wir sie haben möchten. Ich mache das mal einfach so. Sehr gut. Und wir sind... So, also wir haben das mal so in 3 Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie wäre eben, nimm den Rechner, den du sowieso schon hast, im Zweifel auch mit der eingebauten Kamera. Stell halt den wenigstens so hin, dass die Kamera einigermaßen auf Augenhöhe ist und einen nicht irgendwie unten nur so den Nasekind von unten Shot filmt. Und nimm halt nach Möglichkeit nicht das eingebaute Mikrofon in dem Laptop oder in dem Rechner, sondern halt irgendwie ein Ansteckmikrofon, irgendwas Externes, was man ein bisschen dichter an den Mund ranbekommt. Und damit kriegt man zumindest, wenn das Licht und die Umgebung stimmt, schon echt sehr gute Sachen hin. Und Tageslicht ist kostenloses, das beste Licht, was man für 0 Euro bekommt.
Genau. Man setzt sich in einen Raum mit einem Fenster nach Norden und nutzt das diffuse Tageslicht, was da reinfällt. Ist das beste Licht ever, was Und man sozusagen. dann braucht man auch kein Greenscreen, weil das sieht natürlich schön aus. Genau. So, Kategorie 2 ist, man baut sich halt sein Büro so um, dass ja, man da so ein kleines Pop-up-Studio hat. Das ist sozusagen ja auch so, wie ich heute hier sitze, wie man das im Pre-Stream gesehen hat, durch die Kamera, die hier neben mir stand. Ich habe hier zwei Monitore, ich habe die Kamera genau zwischen den beiden. Also ich habe zwei Monitore übereinander, so wie man das da sieht. Der eine Monitor oben steht einfach auf einer Holzkiste. Ich habe die eine USB-Webcam, die halt genau zwischen diesen beiden Monitoren ist, sodass ich da jederzeit irgendwie ganz gut blickwinkelmäßig in die Kamera gucken kann. Habe hier zwei Softboxen rechts und links, die mich jetzt auch im Dunkeln sehr schön und sehr diffus anleuchten und auch den Greenscreen einigermaßen ausleuchten. Und habe hier, ich kann das ja mal so hochfahren, ja, so ein oder Kondensatormikrofon, was jetzt meines Erachtens für, keine Ahnung, 100 € oder so eine ganz akzeptable Soundqualität bietet. Genau. Also die Frage jetzt Raumnummer bei Twitch angeben oder eine gewisse Dauer einblenden. Als Twitch-Zuschauer ging diese Info an mir vorbei. Das weiß nicht. Das müsste Henrik mal machen, den Teilnahme, den Frag jetzt Teilnahmelink nochmal in den Twitch-Chat teilen. Ach so, Carole. Oder ich kriege das auch nebenbei hin. Brauchen wir nur den Room? Ja, wir brauchen. Naja, aber die Person sagt gerade, sie ist ja jetzt hier. Alles gut. Ja. Also, kann ich vielleicht gleich noch machen. Ja, So, passt. und ich, also jetzt Vorteil dessen, dass wir keinen statischen Foliensatz haben, sondern das irgendwie als Twitter-Thread hochgeladen haben. Es müsste eine Antwort dazu geben, wahrscheinlich da, wo halt 2 steht bei den Antwortmöglichkeiten. Oder ich packe den, scroll mal hoch, das muss unter meinem Büro-Dings sein. Da muss es irgendwo eingeben, wo 2 ist. Genau, dieser. Ach ja, jetzt weiß ich, was Und du meinst. Ja. genau. Und da müsste eigentlich der nette, also Ja, Alexander Lasch aus Dresden drauf reagiert haben und gesagt haben: Hier, ich zeig auch mal. So wie das in meinem Büro, in meinem Pop-up-Studio aussieht. das war Stand alt und dann Das hat ist er Stand gesagt: alt, Moment, genau. ne? Moment, Moment. Es Genau. gibt das auch in neu. Also, wir sind nicht verrückt, was wir hier tun. Das wollen und machen auch andere, ist der zarte Beweis. Genau, Ja, und klassisch. ein schöner Beweis dafür, dass dieses Teaching with Browser Tabs fantastisch funktioniert, weil genau das wäre jetzt halt nicht passiert, wenn wir irgendwie einen statischen Foliensatz in einer PowerPoint oder einer PDF vorbereitet haben. So, und die dritte Kategorie ist, naja, man baut sich halt einfach wirklich ein professionelles Studio, aus dem man halt streamen kann. Jetzt ist die Frage, wie das sind, jetzt sind die Twitter-Threads irgendwie immer zu unstrukturiert, aber halt sowas in der Art, ne? Mit mehreren professionellen Kameras, professionellem Licht, einem Instagrammable Hintergrund, einer vernünftigen Audioanlage mit mehreren Mikrofonen, die man irgendwie über Mischpult steuern Fester kann, braucht Raum. natürlich auch Personen und Technik, die sich halt darum kümmern. Also zumindest halt vielleicht eine Person, die tatsächlich weiß, wie das alles funktioniert und Leuten hilft dabei, da halt Sachen von dort zu streamen oder Sachen von dort aufzuzeichnen. Und weil das mit einem gewissen finanziellen Aufwand einhergeht, tut man vielleicht auch ganz gut daran, sowas sich eben nicht auf Personen- und oder Lehrstuhlebene, sondern vielleicht eben so auf Institutsfakultätsebene oder Fachbereichsebene oder wie auch immer man das halt nennt, an den einzelnen Einrichtungen anzuschaffen. Und dann ist das halt was. Naja, wo man dann durchaus schon sehr professionelle Formate von da halt aus machen kann, die eben ja, über den Charakter einer normalen Lehrveranstaltung hinausgehen. Aber sowas nutzen wir zum Beispiel auch sehr gern für studentische Abschlusspräsentationen von, also zum Beispiel unserem Lego-Praktikum. Das ist jetzt auch wieder im so Mitte Ja. Februar, am 14. Februar, wer es ja schon mal im Kalender einstreichen möchte. Streamen wir den ganzen Tag studentische Abschlusspräsentationen von Studierenden, die im Rahmen dieses Seminars, dieses Praktikums kleine tolle Roboter gebaut haben, programmiert haben und dann halt sehr freudig und sehr stolz dort ihre Ergebnisse präsentieren. Und das ist zum Beispiel was, was man ja über so Streaming-Formate auch wunderbar machen kann und ein bisschen eben auch wieder in die weite Welt hinaustragen kann, was dort so an in der Lehre an einer bestimmten Hochschule, Einrichtung, Universität passiert. Und wer Lust daran hat, sich das anzuschauen, ist eben gerne eingeladen, das zu tun.
Genau, zwei Kommentare hier noch von mir. Die Personen sind deutlich teurer als das Equipment, das man da sieht, weil man eine Person braucht, ist aber auch von dem Qualitätssprung, den man erreicht, wenn dort eine zweite Person sitzt, am besten eine, die für das Technische verantwortlich ist und eine Hintergrundperson, die für das Inhaltliche als Qualitätssicherung noch verantwortlich ist. Wenn man mal im Rampenlicht steht, zwei Kameras, wie auch immer, Teile des Hirns schalten sich irgendwie ab, man sagt was Falsches, auch wie auch immer, auch ich habe mich heute schon verhaspelt, dann hilft es, dass man entweder durch Knopf im Ohr oder durch einen Regiehinweis sagt, okay, das war jetzt nicht korrekt, wir wollen korrekt arbeiten, das bringt die Wissenschaft so mit sich, dass man diese Personen hat, das kann auch die gleiche Person sein. Wenn Sie jetzt im Kleinen oder in der ersten und zweiten Größenordnung arbeiten oder selbst nur mit Ihrem eigenen Laptop anfangen, auch dann bringt es was, wenn Sie vielleicht einen Tutor haben, der nur auch im Chat sitzt, als Moderator wirkt oder eingebunden in die Videotonspur, so wie wir uns jetzt, also so wie Matthias und ich, uns auch heute die Bälle zugeworfen haben. Der eine sortiert gerade seine Browser-Tabs oder die digitalen Medien, der andere beantwortet noch eine studentische Frage. Damit Lehre nicht so, also man muss auch nicht diesen Alleinunterhalter die ganze Zeit spielen. Es gibt Streamer, die machen auch mal 10 Minuten Pause und sagen, ihr programmiert oder ihr rechnet jetzt was, ich komme dann wieder. Und wenn ihr was habt, dann schreibt es in den Chat. Da sind auch andere Menschen, die euch helfen können. Und der letzte Punkt, gerade zu der Übersicht, die wir jetzt hier sehen, ob es jetzt studentische Vorträge sind, was Matthias angesetzt hat, oder die nächste Präsentation für die nächste Publikation, wenn der nächste Tag der offenen Tür ansteht. All das sind, ja, Dual-Use kommt dem ganz gar nicht richtig hin, das ist eher ein Quadruple-Use. Die Hürde, das natürlich anzufangen, das ist kein Meetingraum, da trifft man sich nicht mal eben zum Café etc., dafür gibt es andere Räume, also einen dedizierten Raum mit dedizierten Menschen, die verschiedene Formate produzieren, das wäre so noch der Aufruf, wie gesagt, am besten auf Instituts- oder Fakultätsebene, damit nicht jeder mehrfach bestellen muss. Zeitlich und inhaltlich bringt es uns ans Ende. Wir haben auch jetzt mit weiteren 8 Minuten oder 7 Minuten leicht die Zeitbox gerissen. Probieren Sie es aus. Man kann auch als letzten Tipp das Ganze auch auf YouTube ausprobieren und dort den Stream auf privat stellen, dass wirklich niemand, der den Link nicht hat, nicht zuschauen kann. Bei Twitch geht das nicht. Aber nochmal, uns ist die Plattform egal. Man kann sich das Ganze auch einkaufen auf Plattformen wie Vimeo, bekommt Teile des einen eigenen Servers. Ich bin mir sicher, Ihre hauseigene Medientechnik kann mit Streaming, Server und Protokollen auch grob was anfangen und die können Ihnen dann auch sagen, was man dafür braucht. Allgemein soll das jetzt erstmal unsere kleine Rundumschwenk durch die Streaming-Welt gewesen sein. Wenn ihr oder sie Fragen habt, wir sind beide über Twitter und aber auch über Twitch erreichbar. Matthias Händel ist M. Magdowski, meiner ist H-Steinbeck. Genau, je nachdem, ob im Rahmen der Tagung noch ein Band oder eine Publikation entsteht, das weiß ich jetzt auswendig nicht, wird man da mit Sicherheit auch noch Informationen von uns finden. Gibt es denn abschließend weitere Fragen, aka wir hören hier erst auf, wenn alle Fragen beantwortet sind?